Gepriesen sei der Herr, der es für uns so gut gemacht hat. Es ist alles schon geplant und alles können wir im Glauben nehmen, wie der Bruder auch gesagt hat, und es geschieht dann. Er hat uns berufen, er hat uns gerecht gemacht, er hat uns geheiligt und er hat uns herrlich gemacht. Das steht immer in Er hat, genau wie im Alten Bund, Gott nicht, wie es in manchen Übersetzungen ein bisschen fälschlich ausgedrückt ist, da steht nicht, du sollst. Gott zwingt niemand. Du sollst, das ist so brutal, das ist so diktatorisch. Aber er sagte immer dort, und du wirst nicht lügen. Und du wirst nicht stehlen. Und du wirst kein falsches Zeugnis reden. Er setzt es einfach voraus. Und das ist die beste Überzeugung, um einen Menschen zu gewinnen, etwas zu tun. Nicht du sollst. Schon ist der Mensch frustriert und denkt, ja, wenn ich es nicht tue, dann wirft er mich weg. So ist Gott nicht. Gott ist weise, allweise, allmächtig. Und ich dachte die Tage vorher etwas, die Braut, an die Braut. Und dann dachte ich, ja, ich will es mal ein bisschen in Gedanken analysieren. Wer ist das, die Braut? Die Menschen, alle raffen es an sich und sagen, ja, ich bin's, und nicht nur wir. Da gibt es Gruppen draußen, die raffen das alle an sich. Sie reißen es an sich. So wie Jesus gesagt hat, viele wollen, aber sie können es nicht. Du kannst nicht etwas an dich reißen, das steht hier geschrieben und das glaube ich und das habe ich und so weiter. Die gehen zu weit, weil sie überspringen Gott, sie überspringen den Geist. Sie haben das Wort und bauen darauf auf. Aber meine Gedanken waren so, wer sind diese Menschen? Die Braut. Natürlich war mein erster Gedanke, David, gehört er zur Braut? David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich war beeindruckt. Aber ich dachte nicht so weiter über ihn nach. Ich dachte an die Apostel dann. Die Apostel, Jesu Jünger. Des Herrn Jünger, der Gott, der ins Fleisch gekommen ist, hatte Menschen gesammelt und die verließen alles. Und er sagte, komm, folge mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Menschenfischen, Geschwister, das ist Gottes Werk, wie der Bruder auch gesagt hat. Nicht nur Worte, die haben gelernt natürlich in Jesu Gemeinschaft, im Wandel mit Jesus. Aber die haben auch arbeiten müssen. Er sandte sie aus, zwei und zwei, da und dahin. Geht! Geht! Wie die Schafe mitten unter die Wölfe. Stell dir mal vor, wie die Schafe mitten unter die Wölfe hat er sie geschickt. Und das waren keine gelehrten Leute, die sich so, jetzt sagen wir so, durchwinden konnten, die sich so, das waren Leute, die gedacht haben, ja, wenn ich als Schaf da unter die Wölfe gehe, die zerreißen mich die Wölfe und fertig, aus ist es. Die haben ganz normal gedacht. Und es ist also nichts Kleines, Geschwister, wenn Gott die Menschen beauftragt. Es war natürlich schon, es gab auch andere Aufgaben, richtet das zu, das Passa zum Beispiel, richtet zu, geht da und da ist ein Saal und da löst ein Esel und so weiter. Es waren also auch leichtere Aufgaben. Es sind immer alles so schwere Aufgaben, aber ich dachte, wie gesagt, an die Apostel und dann dachte ich natürlich auch, ja, wie ist das,
wie stehe ich da? Dann waren die Apostel, dann kam unwillkürlich mein Gedanke auf mich. Ja, wie stehe ich da? Ja, ich habe gesündigt. Ich habe mich bekehrt vor 55 Jahren. Aber ich habe hier und da gesündigt. Also ob ich dazu gehöre, ich weiß nicht. Irgendwie war ein bisschen Unsicherheit da. Und dann sprach der Herr aber wieder zu mir. Weil er sah ja mein Herz, er kennte die Gedanken von Ferne. Und dann sah er und sagte auch, ja schau, Petrus zum Beispiel, der die Schlüssel hat sogar zum Himmelreich. Wie ist ihm gegangen? Er hatte auch ein Fleisch, er war leicht aufbrausend. Wie ist ihm gegangen? Schau Paulus an. Wie ist ihm gegangen? Er war ein zealous man, ein eifriger Mann für das Himmelreich. Wie ist dem gegangen? Er hat Freude am Tod eines Christen, eines Stephanus. Der andere verleugnet ihn vor einer Frau. Dreimal ist ein Mann, ein Fischermann, der hatte vielleicht so eine Arme gehabt, wenn der da die Netze reingeholt hat und so weiter. Aber von der Frau ist er eingebrochen. Und das zeigte mir der Herr. Ich will es kurz machen in dem Sinn. Er sagte mir, Gerhard, wenn du nie von mir weichst, du hast einen Leib, wo nichts Gutes drin wohnt, so sagt die Schrift und das weiß ich, wenn du nie von mir weichst, ich weiche nie von dir, du gehörst zur Braut. Das war seine Rede zu mir. Wer nie von Gott weicht und sagt, so, jetzt gehe ich 3 Jahre raus und mach irgendetwas. Deswegen, man soll nicht irgendwie sich in Gefahr begeben. Du weißt nicht, was da draußen los ist. Du kommst unter die Räder und dann ist dein Glaube futsch. Dann bist du, weil du schwach bist, liegst du am Boden und wirfst die Flinte ins Korn. Und manchmal hört man von Menschen, die dann aufgehört haben und nach Jahren bitten sie, kommen sie wieder zurück und erhoffen, haben in Sünde gelebt wieder. Wer nie gewichen ist, der gehört zur Braut. Wer immer alles geglaubt hat, und das habe ich von Anfang an, immer alles geglaubt und habe es radikal gleich jedem gesagt, meiner Mutter gesagt, meinen Eltern gesagt, da dem Pastor gesagt, egal wie die gehandelt haben, dem Pfingstpastor. Und der trommelte mit seinen Fäusten auf meinen Kopf rum, bloß weil ich ihm etwas Biblisches gesagt habe und sage, so steht geschrieben. Ich war vielleicht 1 Monat oder 2 alt in Christus. Ich habe es gelesen und habe gesagt, ich glaube das. Unter Pfingstleuten, Prediger. In der Bibel steht von, Paulus spricht in der Apostelgeschichte 20, 29, da sagt er, unter euch werden greuliche Wölfe aufstehen und werden die Menschen verführen. Greuliche Wölfe, die wollen fressen. Und sie sind in der Bibelschule groß geworden, haben eine Frau geheiratet in der Bibelschule und jetzt und machen kaputt, sind Wölfe, wollen sich nicht beugen unter Gottes Wort. Aber wer von Anfang an, und so war auch der Bruder Leonidas, wer von Anfang an glaubt allem Wort Gottes, und pfeift auf das Geld, was die Amerikaner ihm bieten und den Saal und so weiter und sagt, ich will nur Gemeinschaft haben mit Gott und Gottes Willen tun, der wird durchkommen. Der gehört zur Braut, weil den liebt Gott. Der ist nicht gewichen. Und so wollen wir sein, Geschwister, und du gehörst zur Braut. Wenn du sagst, ich glaube das alles, ich habe zwar noch nicht
Offenbarung über alles. Aber ich glaube, was da geschrieben steht. Aber es kommt der Tag, da wird es mir offenbar gemacht, dieses und jenes Wort. Und dann kriege ich auch die Kraft dazu. Denn was hilft's, wenn du jetzt einmal etwas offenbart bekommst von Gott und du hast nicht die Kraft? Wird Gott so sein, der allweise Gott? Der gibt dir nur so viel, wie du ertragen kannst, weil mit jedem Wort, mit jeder Offenbarung kommt auch eine Verpflichtung, eine Verantwortung auf dich zu und auf mich. Deswegen sind auch manche Menschen, treten kurz und sagen, mir reicht es also bis hierhin. Ist so ungefähr wie bei diesen Spielern da, die da spielen, so Ratespiele und so. Im Bahnhof sieht man manchmal, die Namen stehen da, der hat jetzt für 300 Euro hat er jetzt richtig geraten. Will er jetzt weitermachen, aber sagt, nein, die 300 Euro nehme ich mit, bye bye. Und so gibt es so ähnlich, als dass die Menschen dann zumachen und sagen, also das reicht mir, wie weit sie kommen vor Gott und so weiter, wie Gott das, die Sache sieht, ist ihr Problem. Jedenfalls, Gott ehrt den Glauben und wer nie von ihm weicht, obwohl, und jetzt das will ich auch noch ein bisschen betonen, obwohl wir ein Fleisch haben, wo nichts Gutes drin wohnt. Jeder von uns hat ein Fleisch, wo nichts Gutes drin wohnt. Und dieses Fleisch wird leider Werke tun, Fleischeswerke, unbewusste Werke, die wir tun, wo wir dann um Vergebung bitten müssen. Deswegen haben wir das Blut Jesu. Aber Gott sieht uns immer nicht mit der Sünde, weil er weiß, er reinigt sich, sie reinigt sich. Er sieht uns im Gehorsam. Er sieht, er glaubt allem. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Dann kriegt er Offenbarung über das und so. Und er wächst. Berufen, gerecht gemacht, geheiligt. Da hört es nicht auf. Herrlich gemacht. Herrlich gemacht ist, wenn wir in der Heiligung stehen, abgesondert von der Welt, dann zeigt der Geist uns die Tugenden Christi, so wie es im Petrusbrief geschrieben steht. Die Tugenden Christi, die Langmut, die Geduld, die Sanftmut, die Keuschheit, die Ausdauer, die Zufriedenheit, dass man nicht immer mehr will und so weiter. Diese Tugenden, Geschwister, das ist die Herrlichkeit. Die hat Jesus. Und wenn wir ihm begegnen, wir begegnen ihm schon so in weißes Gewand mit goldenem Gürtel. Aber das ist alles, das kennen wir ja auch hier. Guckt, die Brüder haben auch ein weißes Hemd an und manche Schwestern haben bei der Hochzeit auch ein weißes Gewand und so weiter. Das kennen wir. Aber die Tugend, das ist das Wichtige. Das ist die Spitze, die Tugend. Und dann, wenn der Herr kommt, wenn es Zeit ist, wenn die Gemeinde bereit ist, die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, ruft er und er reißt sie weg, er schnappt sie weg, seine Gemeinde, durch Verwandlung von Sterblichkeit. Und da steht auch nochmal der Teufel dabei. Und es gibt ein Raufen, geistliches Raufen. Von, dass der Teufel nicht will, dass er sagt, der hat gesündigt und sie hat gesündigt und zählt auf. Und weil Jesus stärker ist, reißt er die weg, schnappt sie vor seiner Nase weg und sie werden kommen zu Jesus und treffen ihn dort in der Luft. Also Geschwister, das ist wunderbar, die Berufung, die wir haben in Christus. Die Erwählung. Und da will Gott uns hineinführen, Schritt für Schritt. Es steht im Johannesevangelium ein Vers geschrieben. Zu dem, was ich da gerade gesprochen habe. Über die Braut. Wer ist die Braut? Da steht im Johannes 3, Vers 29. Johannesevangelium 3, Vers 29. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Wer die Braut hat,
Da ist jetzt mal die Hauptsache der Bräutigam. Wer ist der Bräutigam? Bei mir war es ja die Frage, ja, wer ist die Braut? Aber hier ist, wer ist der Bräutigam? Das ist auch wieder eine Perspektive, aber die will ich jetzt nicht berühren in dem Gespräch. Ich lese noch einen Vers, und zwar, da steht in der Offenbarung geschrieben, am Ende, Kapitel 21, wenn ich mich recht erinnere, Offenbarung, ganz hinten, letzte Buch, Offenbarung 21, Vers 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen. Herabsteigen, Geschwister. Wir berühren in der Offenbarung manche Ausdrücke, die sprechen so, das Lamm zum Beispiel, das Horn, die Augen. Aber ein Lamm ist nicht immer ein Lamm. Prophetisch gesprochen will Gott uns etwas sagen mit dem Namen Lamm oder Auge oder Horn. Das sind Dinge, die wir speziell in dem Buch der Offenbarung, natürlich auch in den Propheten, wenn die gesprochen haben, Gott sagen will, jetzt nimm das nicht so unbedingt und bereite jetzt darauf rum, sozusagen, sondern ich zeige dir, was das bedeutet, das Lamm Gottes. Der Löwe von Juda, ja, ist Jesus dann Löwe, dass er brüllt wie ein Löwe? Löwe ist nicht gleich Löwe, Bruder, Schwester. Aber wiederum ist es ein Mensch, der solche Kraft in sich hat, als Jesus dort am Holz hing. Und er schrie, da erschrak selbst dieser Hundertschaftsführer, dieser Hauptmann in dem römischen Bataillon, was da war, oder Heer, waren ja 100 Mann, erschrak der und sagte, das war, als wenn die ganze Erde bebt, als wenn die Felsen bebten. Das ist Gottes Sohn, war sein spontaner Ausruf. Gottes Sohn! Siehst du, Jesus, der Löwe von Juda, er hat auch mal gebrüllt, aber nicht, wenn er evangelisiert hat, dass er gebrüllt hat auf den Straßen, sondern er hat ja evangelisiert, dass sogar, als er am Holz hing, sogar dem Mann dort das Evangelium und auch ihm die Seligkeit zugesagt, dass er mit ihm sein wird. Zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Zubereitet ist hier diese, die Stadt Jerusalem. Und so, Stadt ist nicht gleich Stadt. So werden wir, du und ich, ich und du, zubereitet. Wir sind die Stadt. Wir sind die Stadt. Warte mal, wir kommen noch zu weiterem, was wir sind. Wir sind die Stadt. Ja, bin ich denn eine Stadt? Da steht's. Kannst du es glauben? Kannst du es fassen? Wenn es dir noch nicht offenbart ist. Aber zumindest sprich nicht dagegen, sondern sagt, der Herr wird es mir zeigen zu seiner Zeit, dass ich die Stadt bin. Und so immer vorwärts gehen mit Gott. Selbst im Glauben, so wie einer, der ins Wasser geschmissen wird, plumps, ist er drin. Und was macht er? Automatisch macht er die Bewegung so, dass er nicht untergeht. Automatisch. Das kann man auch vergleichen mit dem Menschen, mit dem Gläubigen. Er wird konfrontiert mit etwas, mit einem nassen Grab dort und wird da rein versenkt. Ja, was soll das bringen? Ja, das bringt die Abwaschung der Sünde. Ja, das bringt, dass man die Seligkeit, wer da glaubet und getauft wird, der wird errettet. Die Errettung ist damit noch nicht besiegelt, dass er der dann sagen kann, so, ich bin jetzt getauft, ich bin jetzt errettet. Nein, dann ist ja das
was wir vorher gesagt haben, der Mensch hat noch einen Leib und durch den muss er siegreich kommen, soll er siegreich kommen, will Gott ihn siegreich führen. Siegreich. Gott hat alles bereitet. Er hat gerecht gemacht, er hat geheilt, er hat herrlich gemacht. Das ist alles schon vorbereitet. Wir brauchen nur da immer hineingehen. Und dieses jeden Tag immer hineingehen, das ist das tägliche Gehorsamsein. Ich denke gern an ein Lied, was ich vor 55 Jahren gelernt habe in Amerika. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Also vertraue und gehorche. Und auf keinem anderen Weg wirst du selig, wirst du glücklich. Trust and obey. Ganz einfaches Lied, aber es hilft mir durch, auch jetzt, wenn ich dran denke. Gib keinen anderen Weg, nur dieser Glaubensweg, dieser Gehorsamsweg. Und in Vers 9 steht am Ende, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Da hat Gott etwas getan. Da waren es nicht nur Worte, Geschwister, sondern Gott hat in den Menschen etwas getan. Und er präsentiert das. Komm, kommt. Da, ich will es dir zeigen, die Braut. Du wirst dich wundern, wie die dasteht. Und wenn du dann weißt, wenn du dann alles weißt, so später, wenn wir vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen und so weiter, hat der Mensch, er ist aus so einem Schlamm gekommen. Ja, die hat 7 Männer gehabt und, wenn du das alles hörst und siehst dann die Heiligen, die Braut siehst du dann, dann jubelst du und sagst, das kann Gott tun, dazu ist er fähig. Ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Herrlich gemacht. Die Braut des Lammes, die endet auch da drin. Die Braut des Lammes, die wir sind. Ne? Die endet auch in der Herrlichkeit, eben in den Tugenden. Das muss in uns diese vornehmliche Begehren sein. In Offenbarung 5 steht geschrieben, die Zeit geht sehr schnell vorbei. Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Er sieht ein Lamm in der Mitte des Thrones, die Ältesten drumherum, wie wenn es geschlachtet. Und Schlachtung in dem Sinne, es steht an einer anderen Stelle, steht auch geschrieben, dass wir, ich lese mal Psalm 44, da ist eine Parallele dazu. Psalm 44, Vers 23. Psalm 44, 23. Ja, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Wer ist dieses Wir? Sind es die Engel da droben? Oder hat der Herr eine besondere Schar da droben? Wir, Geschwister, wir sind die Stadt. Wir sind die Schafe. Wir sind auch die Schlachtschafe. Wir, das dreht sich in der ganzen Welt, im ganzen Universum, dreht sich nur um den Christus. Das sollen wir wissen. Nur um den Christus als Haupt
und seines Leibes. Und darum dreht sich alles, das ist die Hauptsache. So wie um Israel sich die Zeit dreht und Paulus sagt, an denen lernt, an denen seht, wie es geht. Wie viele von ihnen sind ungläubig, mussten sterben in der Wüste und auch jetzt sind sie, leben mit sie in schrecklichen Sünden. Und genauso geht es in der Christenheit. Und genauso geht es in vielen, die sich Christen nennen. Hure Babylon. Viele. Und sie werden alle umkommen. Nur der Leib. Nur die, die gläubig sind und nie weichen. Nie im Sinn haben, auch nur zu weichen. Sondern wenn solche Gedanken kommen, sofort, das ist wie der Teufel versucht, sein Bollwerk, seine Machenschaften jetzt loszuwerden und wieder einen Menschen zurückzuholen, dass man dann sofort alle seine Gedanken gefangen nimmt unter den Gehorsam Jesu Christi. Das ist ein Kampf, Geschwister. Eine Arbeit, die wir dann tun. Jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi. Und wenn wir das im Glauben tun, dann wirkt es auch. Dann schafft es das, was wir tun. Wir, du und ich, wir sind die Schlachtschafe. Geachtet wie Schlachtschafe. Und wir haben diesen Kampf, Geschwister, von dem auch Paulus spricht an mehreren Stellen, dass wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen Fürsten und Gewaltige. Wir reißen diese Bollwerke hernieder. Und wenn von in der Offenbarung geschrieben steht von dem Lamm, dass es 7 Hörner hat, diese Hörner, Geschwister, sind da. Warum 7? Warum reichen nicht 2 Hörner? Warum 7 Augen? Reichen nicht 2 Augen? Gottes Augen? Bei Gott würden nur ein Auge reichen. Gott braucht doch kein Auge und er würde alles sehen und alles wissen. Wieso steht da 7 Augen, 7 Hörner? Das hat auch eine Botschaft für sich. Denn wenn man jetzt zum Beispiel die 7 Geister Gottes in Jesaja Kapitel 11 steht ja geschrieben, von der Geist des Herrn ruht auf ihm, der Geist der Weisheit, der Geist des Rates, der Kraft, der Stärke, der Geist der Furcht des Herrn. Wenn man alles, was diesen widersteht, zum Beispiel Weisheit, wenn Unweisheit da ist, wenn der Teufel in einem Menschen, der gläubig ist oder der gläubig werden will, und der Mensch ist aber durch Unweisheit gefangen gehalten, das ist ein Bollwerk, was ihn der Teufel ihn eingewickelt hat, und er kann nur frei werden, wenn ein Horn dagegen geht. Ein Horn. Jesus ist jetzt im Himmel. Wie soll jetzt das Horn dagegen gehen? Wird Jesus vom Himmel ein Stoßhorn runterschicken? Wie soll das gehen? Du, ich, wir sind die Ausführenden hier. Zu uns sind die 7 Geister gesandt. In dem Falle erkennst du, da ist eine Unweisheit. Oder da ist eine Ratlosigkeit. Der Mensch ist gebunden, der macht Fehler um Fehler um Fehler. Ratlosigkeit ist da. Was hilft ihm? Ein Horn hilft ihm dagegen. Dein Horn vielleicht, mein Horn vielleicht. Wir, die wir das Horn des Christus präsentieren hier. Wir helfen denen. Wir sprechen gegen diese Mächte. Und besiegen sie das Horn, denn nicht umsonst sind die 7 Geister ausgesandt in alle Lande. Und die sind erwähnt mit dem Lamm, mit dem Horn. Das Lamm ist nicht es kann sich verteidigen, das Lamm. Es ist nicht zu schwach. Wir haben Macht durch die Augen Gottes, durch den Geist Gottes. Wir haben Macht durch die Hörner und diese Macht verkörpern wir, indem wir Bollwerke
durch Gott niederreißen. Gott ist mit uns. Gott, wenn er Gott nicht mit uns ist, dann gelingt es nicht. Aber wenn Gott mit uns ist, durch Gott schaffen wir das alles. Reißen wir jedes Bollwerk nieder. Stoßen wir mit unserem Horn jedes Bollwerk nieder. Wir sehen, dass wir all die Schriftworte Gottes zusammenführen auf dasselbe hin. Das passt alles wie ein Puzzle genau ineinander. Und wir hören es, wir lesen es, wir glauben es, wir tun es. Wir kommen zu demselben Resultat. Hier wird Jesus geehrt. Stell dir mal vor, um den sich alles dreht. Hier wird Jesus geehrt. Er steht da in der Mitte als Lamm, als geschlachtetes Lamm. Er hat nicht verloren. Nicht, dass du jetzt denkst, na, wie vielleicht die Juden damals gedacht haben, so jetzt alles aus mit dem Mann. Der ist jetzt weg vom Fenster. Jetzt sind wir wieder die Herren. Der hat zwar Wunder getan, aber wie sagen sie heute, sie sagen, dass dieser Name vergessen werde. So drücken sie sich auf aus Hebräisch. Ich will das Wort aber nicht, dieses Schimpfwort nicht sagen. Es ist so ähnlich wie Yeshua, das heißt Retter. Und dieses Wort ist so ähnlich. Sie lassen nur etwas weg und dann ist ein Schimpfwort. Und wir sehen, wie nah alles immer an Verführung ist. Christen und anstatt Christen. Ganz nah beieinander. Und als Daniel das sah, der hat sich gewundert, ja, wer kann da überhaupt noch überwinden, wenn das so nah beieinander ist? Mit Gott können wir überwinden. Mit Gott können wir über die Mauer springen. Lasst uns im Glauben gehen, Geschwister. Lasst uns im Kampfe sein gegen das Heer der Bosheit. Lasst uns den Menschen helfen in ihren Nöten. Und wir selber werden dadurch immer stärker. Du wirst immer stärker, du wirst es merken. Wenn du hilfst, wenn du eine Mutter zum Beispiel ihren Kindern hilft, sie lässt ja auch nicht ihre Kinder, sie sieht, oh, die sind jetzt in schwerer Not, sondern sie hilft ihnen. Wie kommt er jetzt raus? Sie sieht die Gefahr. Du siehst die Gefahr, du siehst, wo du ein Horn anwenden musst, ein Horn der Gewalt. Und du wirst sehen, Gott wird dich nicht zu Schanden werden lassen. Gott hat noch nie einen Menschen zu Schanden werden lassen. Du erlebst Gott wunderbar und du dankst ihm. Und so wie David gesagt hat, der Herr hat mir geholfen vom Löwen, vom Bär, und er wird mir auch helfen vor diesem Riesen, Goliath. Amen.